Das folgende Video zeigt Ausschnitte aus der Internetunterwelt der Islamkritik. Blogs, etablierte Medien, Karikaturen. Das Internet gilt offenbar vielen als Tabu und vor allem rechtsfreien Raum. Beleidigungen, Aufruf zu Hass und Gewalt, Mord und Deportation an Muslimen. Gar werden Moscheen angezündet und große Sachschaden angerichtet. Wie ein Krebsgeschwür. Solche Zitate findet man in den Blogs und in den Foren von Politically Incorrect. Dieses Gesochse sollte man im Klo runterspülen. Scheiß Moslempack, denken die etwa, wir können denen den Hals nicht durchschneiden? Ein Brandanschlag im Rohbau der Moschee in Bergkamen. Nur einen Tag nach den Morden in Norwegen ist das passiert. Die Gemeindemitglieder sind spürbar verunsichert. Das kam für uns plötzlich, das beunruhigt uns natürlich. Angst will ich zwar nicht sagen, ist nicht schön sowas. Die Islamophobie, die wächst ja in Europa. Wenn sowas passiert, was soll ich da erstes denken? Im letzten Jahr hat ein 30-Jähriger 4-mal versucht, diese Moschee anzuzünden. Und 3 andere Moscheen auch. Das Gericht urteilte, der Täter sei zwar ausländerfeindlich, aber wohl psychisch gestört. Würde ein Muslim aber eine Kirche anzünden, würde er sofort als mutmaßlicher Terrorist abgestempelt. Das Bundesinnenministerium fragen wir, ob der Verfassungsschutz Politically Incorrect und andere islamfeindliche Blogs beobachtet. Antwort: Nein. Man halte die Seiten zwar für provozierend und populistisch, aber die Meinungsfreiheit habe einen hohen Wert. Das fällt alles unter die Meinungsfreiheit? Die Moslems müssen ausgewiesen werden. Endstation Galgen wie damals in Nürnberg. Nicht die Muselaffen. Die Politiker, die das angestellt haben, muss man dafür an die Wand stellen. Wird jedoch die Meinung der Muslime geäußert, gilt man als Hassprediger und wird ständig abgehört und Schritt auf Tritt beobachtet. Auch nach dem Attentat in Oslo sieht der deutsche Verfassungsschutz keinen Handlungsbedarf gegen Islamhetze im Internet. Wie viele Breiviks lauern noch in der vermeintlichen Anonymität der digitalen Welt?